Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute stelle ich euch mein neues Messer von WTB Outdoor vor. Viel Spaß mit dem Video. Ja, das Messer ist mir ungefähr November zugeschickt worden und seitdem habe ich es in Testung. Man hat es auch schon mal hier und da in kleinen Videos am Rande gesehen, aber erst jetzt erlaube ich mir eine kleine Review darüber zu machen. Bevor wir das Messer aber zusammen testen und ich euch meine persönliche Meinung dazu sage, erst einmal die harten Fakten. Ja, kommen wir zum Äußeren des Messers. Was gefällt mir denn besonders gut? Mir gefällt zum Beispiel der Griff vom Design her einfach besonders gut, dass er so, ja, so ein bisschen einzigartig ist, ne? So einen leichten geriffelten mit Einkerbung der Griff. Ja? Da hat man auch schönen Halt, muss ich sagen. Mir tatsächlich für meine Hände ist er fast ein Tick zu klein. Also ich stoße hier hinten an den Haken an, auch wenn ich dadurch gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl habe von so einem Schwertgriff, ja, so einem eingehakten Schwertgriff, finde ich auch ganz nice. Hier hinten haben wir diesen Überstand zum Nüsse zerkleinern, ja, zum Fenster einschlagen, wenn es sein müsste und solche Geschichten. Die Klinge könnte mir ein Tick bauchiger sein, kommt aber so sehr schlank daher. Das gefällt mir wiederum auch. Oben haben wir ein kleines Jimping, muss man nicht haben. Ich hätte mir noch, das kann man ja aber selber einfach machen am Ende, eine scharfe Oberkante oder irgendwo ein kleines scharfes Oberstück gewünscht, um damit besser meinen Feuerstahl anreißen zu können. Aber es geht tatsächlich auch so. Und wie gesagt, das kann man ja auch nachschleifen zur Not. Es gibt zwei verschiedene Scheiden, eine hängende Nylonscheide und eine Kydex-Scheide. Ich habe mich für die Kydex-Scheide entschieden und bis jetzt muss ich sagen, sie hält immer noch top. Ja, das kann ich von den wenigsten Scheiden, die ich jemals in der Hand hatte, wirklich behaupten, weil ich bin ein großes Spielkind. Ja, ich mache immer ständig so, weil ich dieses Klicken so gerne mag. Hier funktioniert das immer noch tadellos, rast gut ein, ist absolut sicher. Ja. Hinten dran haben wir einen mitgelieferten Tech-Lock, heißt das glaube ich, ja, einen Clip für den Gürtel, damit man es zum Beispiel so seitlich taktisch ranmachen kann. Ja. Oder dass man es so ranmachen kann, dass es runterhängt sozusagen und man es wie ein ganz normales Messer nur ein bisschen höher stehend am Gürtel hat. Und ich muss sagen, das Design gefällt mir insgesamt absolut gut, schnörkellos. Ja. Die Aufschrift ist auch nicht allzu groß, also dezent der brüllende Bär eingefügt, das finde ich ganz gut. Alles in allem designtechnisch auf jeden Fall schon mal ein gutes Messer, das mit dem Tech-Lock und der Nylon, mit der Kydex-Scheide gefällt mir sehr gut und jetzt gucken wir doch mal, was das Messer überhaupt so kann. Ja, wie wir gesehen haben, das Batonieren ist absolut kein Problem. Es schnitzt auch ordentlich, es kommt mit einer ordentlichen Gebrauchsschärfe auch an. Nicht rasiermesserscharf, aber das erwarte ich tatsächlich von einem Outdoor-Messer auch einfach überhaupt nicht, weil es den Sinn hat es nicht. Ja, es soll ja nicht messerscharf rasieren können, sondern ich soll damit harte Arbeiten und Küchenarbeiten und Schnitzarbeiten machen können. Und das kann es alles drei, also kann ich da überhaupt nicht meckern. Die Schärfe ist auch noch vollkommen in Ordnung nach all der Arbeit, würde ich sagen. Wem würde ich jetzt das Messer empfehlen? Ich würde es natürlich erstmal, was sofort auffällt, Designliebhabern, ja, als kleine Ergänzung empfehlen. Dann würde ich das auch Leuten empfehlen, die gerne ein bisschen, ja, nicht so auffällige Messer haben, weil es ist zwar schön, aber trotzdem dezent dabei. Und es hat mit Kydex-Scheide und Tech-Lock, ich glaube für 60 Euro ist es im Moment zu haben, auch einen relativ günstigen Preis, muss ich sagen. Also ich würde es eigentlich schon fast als eine Art Anfänger fortgeschrittene Messer sehen, ja, so für den Sohnemann, ja, das erste Outdoor-Bushcraft-Messer, ja, ein bisschen widerstandsfähiges Messer, das auch nicht zu groß ist, weil es ist ja noch 242a konform mit seiner Klinge.
Deshalb, da würde es wahrscheinlich am besten aufgehoben sein, also für Sammler und Anfänger vor allen Dingen. Ja, für den Preis, für das Gesamtpaket und die Qualität des Messers kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Wenn dich noch weitere Informationen und der Kaufbezug dazu interessieren, findest du mehrere Links natürlich unten in der Videobeschreibung, sowie alle Links zu meiner Ausrüstung, die du auch dort finden kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Ausrüstungsvideos und Bushcraft-Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin, tschüss, tschüss.